Hallo meine Liebe, und wieder kommt das nächste Fest in unserem Frühling. Wir haben schon Ostern gefeiert mit einem fast weihnachtlichen Wetter. Dann ist Christi Himmelfahrt gewesen. Dann haben wir Pfingsten gefeiert und jetzt feiern wir Fronleichnam, ein Fest mit einem schwierigen Namen. Und wir werden versuchen, ein bisschen zu verstehen, um was es geht. In diesem Video muss ich mich besonders bedanken, weil in der Schule die Kinder der ersten Klasse haben fleißig gearbeitet, damit dieses Video schön wird. Sie haben alle Bilder zum Video selbst gemalt. Und man wird sehen, wie schöne Meisterwerke geworden sind. Deswegen, was feiern wir zum Fronleichnam? Durch die Unterstützung von der ersten Klasse in meiner Schule werde ich versuchen, dir das heute zu erklären. Wie immer, genug gesprochen, fangen wir an. Das Fest Fronleichnam feiern die Katholiken schon seit vielen Jahrhunderten. Damals haben die Menschen Mittelhochdeutsch gesprochen. Aus dieser Sprache kommt das Wort Fronleichnam. Es besteht aus zwei Teilen. Fron bedeutete damals Herr und Leichnam Leib, also Körper. Fronleichnam bedeutet dann also so viel wie das Fest des Leibes Christi. Und was genau feiern wir da? Um das zu verstehen, müssen wir erst etwas anderes erklären, nämlich, was wir Katholiken glauben. Wir glauben, dass Jesus immer dann ganz nah bei uns ist, wenn wir die sogenannten Eucharistie feiern. Die Eucharistie ist ein Teil der großen Feier, zu der wir am Sonntag in unsere Kirchen gehen, die Messe. In der Kirche bekommen wir dann eine sogenannte Hostie, ein kleines Stück Brot. Die Erwachsenen dürfen außerdem manchmal auch vom Wein trinken. Nur einen kleinen Schluck, selbstverständlich. Wenn wir die Hostie essen und den Wein trinken, wenn wir also das Leib und das Blut Jesu trinken, dann werden Jesus und seine Liebe dadurch ein Teil von uns. Ich habe von Wein und Blut gesprochen. Wieso? Wir glauben, dass Jesus selbst in dem Brot ist, das wir essen. Und wir glauben auch, dass er in dem Wein ist, den wir trinken. Wie kommt er da rein? Die Geschichte dazu beginnt noch vor Ostern. Am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen 12 besten Freunden, den Aposteln, zusammen gegessen. Das nennen wir das letzte Abendmahl. Und Jesus teilte das Brot ihnen und sagte, das ist mein Leib. Auch vom Wein gab er ihnen und sagte, das ist mein Blut. Er sagte also seinen Freunden, dass er selbst in dem Brot und in dem Wein ist. Wenn heute dann ein Priester diese Worte von Jesus spricht, dann werden das Brot zum Leib und der Wein zum Blut von Jesus. Das heißt also, dass Jesus in der Messe, in der Eucharistie, nicht nur in unserer Erinnerung bei uns ist. Er ist wirklich bei uns. Und genau das feiern wir Katholiken am Fronleichnam. Jesus selbst hat uns und seinen besten Freunden versprochen, dass er da ist. Weil Jesus selbst in der Hostie, in diesem kleinen Stück Brot ist, wird sie von der Katholiken sehr bewundert und verehrt. In der Kirche bewahrt man sie daher wie einen Schatz auf. Sie kommt in einen schönen Schrank, der kunstvoll bemalt oder mit Gold verziert ist. In der Nähe des Schranks brennt außerdem immer eine Kerze,
Sie soll zeigen, dass Gott immer da ist. Dieser Schrank nennen wir Tabernakel und die Kerze ist das ewige Licht. Am Fronleichnam selbst haben die Katholiken dann noch einen speziellen Brauch. Sie wollen allen Menschen zeigen, dass Jesus bei ihnen ist. Deshalb gehen sie gemeinsam die Straße entlang. Alle singen und beten dabei. Der Weg führt an schön geschmückten Tischen vorbei, an denen man anhält, um Gott dafür zu danken, dass er immer für einen da ist. Dieser Umzug nennt man Prozession. Es wird also die Fronleichnam-Prozession gefeiert. Und der Leib Christi hat dabei einen besonderen Platz. Der Priester geht meistens ganz vorne mit einem schönen geschmückten Gefäß der Monstranz. An dem Gefäß ist ein kleines Fenster, durch das man eine Hostie sieht. In manchen Gegenden kommen sogar Leute von weit her, um bei der Prozession dabei zu sein. Und auch die Kinder haben an diesem Tag eine ganz besondere Rolle. Sie streuen Blumenblätter auf dem Weg, über den die Hostie mit Jesus getragen wird. Was ist also das Fest von Fronleichnam? Ist das Fest, an dem wir uns erinnern und die uns am Wesen macht, dass Jesus immer bei uns ist. In unserem Dorf, in unseren Städten, an alle Orten, wo wir unser Leben verbringen. So, ich lade dich ein, auch an diesem Fest, freue dich. Freue dich, weil Jesus, wie er versprochen hat, immer bereit ist, bei dir zu sein und dich zu begleiten. Vierte.